Mit ihm habe ich in der WG gewohnt, muss auch in Schweizer rein. Und jetzt haben sich die Wege wieder gefunden. Der macht dann diesen, dann komme ich rein. Also ich entscheide mich für eine 3-5-2. Ich versuche so ein bisschen einen Mix zu finden zwischen Spielern, wo ich zusammengespielt habe und aber auch so ein bisschen vielleicht ein Stück weit so halt was schon erreicht haben. Ne? So ein bisschen da einen guten Mix zu finden, ist gar nicht so schwer, so einfach. Erste Sturmspitze ist natürlich Erling, ganz klar. Guter Freund von mir, also gut, super mit ihm verstanden. Absoluter Weltklasse-Spieler. Ich würde als zweite Mario Gomez nehmen. Weil ich habe mit dem in Stuttgart zusammengespielt gehabt, noch ein Jahr. War für mich auch so cool. Erste Mal, glaube ich, mit so einem wirklichen Kaliber-Spieler zusammengespielt gehabt, wie jetzt er. Super anständiger Typ, wirklich klasse Typ. Also einer ist Gonzalo Castro, auch in Stuttgart mit ihm zusammengespielt noch. Und natürlich mit seiner Dortmund-Vergangenheit, dachte ich, der passt sehr, sehr gut in diese Traumelf rein. Der war Kapitän bei uns damals. Und bei Stuttgart konnte mir viel helfen, ne? So war ein super Typ, guter Leader gewesen bei uns damals mit der jungen Mannschaft, wo wir hatten bei Stuttgart. Und natürlich einer der ersten gewesen, wo mir gratuliert hat für den Wechsel damals. Dann würde ich auf der zweiten Acht würde ich Marco nehmen, Musso, ne? Wenn du von Dortmund eine Traumelf machst, dann muss natürlich Marco dabei sein. Da gibt's nicht viel drumherum. Auf der linken Seite würde ich Alexander Rossipal nehmen. Mit ihm habe ich in der WG gewohnt, als ich bei Hoffenheim war. Ich spiele jetzt in der zweiten Liga bei Rostock. Ich war jetzt auch im Urlaub in Südafrika mit, immer noch einer meiner besten Freunde. Von daher muss ich da ihn nehmen, um es mal ein bisschen persönlicher noch zu machen, ne? Ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ich nehme den Waldemar Anton da. Ist zwar nicht unbedingt seine Position, aber den nehme ich auch noch rein. Ist ein sehr guter Kumpel von mir gewesen in Stuttgarter Zeiten. Als Corona noch da war und wir sonst nicht wirklich viel machen konnten, haben wir uns die eine oder andere Nacht nach dem Spiel noch zusammen da verbracht, ein bisschen gequatscht, vielleicht noch was getrunken, wer weiß. Und ein bisschen über Fußball und über unsere Mannschaft gequatscht. Und übers Leben auch. Soll ich den Castro auf die 6 stellen und noch einen 8er nehmen? Das wäre vielleicht auch nicht so eine. Ja, ich nehme den Castro auf die 6 und nehme den Jude natürlich rein noch. Jude muss da dabei sein, auch ein guter Kumpel von mir gewesen. Und ja, da macht er sein Ding. Ich glaube, der zeigt auch, warum er da in der Traumelf ist. Zentral würde ich Mats nehmen. Weltmeister, Meister gehört dazu. Auf jeden Fall nicht so ein schlechter Spieler, ne? Glaube ich, der ist zu Recht in der Traumelf. Rechts würde ich Manu nehmen, muss auch ein Schweizer rein. Naja, spiele ich ja immer noch in der Nationalmannschaft ab und zu zusammen. Top-Spieler auch, ne? Muss man sagen. Auf der linken Seite würde ich nehmen den Niki. Einfach nur, weil ich mit ihm, also erstmal muss man sagen, Top-Spieler natürlich, auch Trippelsieger am Rande. Und ich habe mit ihm schon in Hoffenheim damals zusammengespielt. Ich kenne Niki schon eine Ewigkeit. Eben damals in der Jugend schon, wo er da war, bin ich dann auch gerade gekommen, wo er dann zu den Profis hoch ist. Schon bald 10 Jahre jetzt, wo ich ihn kenne. Und jetzt haben sich die Wege wieder gefunden, seit 1,5 Jahren, was eine coole Sache ist. Na, da sieht man mal, dass man sich immer irgendwie wieder sieht. Ne? In dieser Traumelf muss ich einen Roman Weidenfeller, muss ich da sein Tribute geben. Ich habe nicht so viele Dortmund-Legenden sonst genommen. Er hat mir auch sehr viel geholfen, wo ich hergekommen bin. Er hat immer wieder mal mit mir geredet. Er hat mich top unterstützt von Anfang an. Da bin ich ihm sehr, sehr dankbar dafür. Und was er auch hier bei Dortmund erreicht hat, respektiere ich sehr. Super Torwart. Und da möchte ich ihm einfach seinen Respekt auch geben dafür. Ich komme rein, keine Sorge. Roman ist schon älter. Der macht dann diesen, dann komme ich rein.